10 Personen haben wir für das Ehrlichkeitsexperiment eingeladen. Sie sind zwischen 24 und 36 Jahre alt, sind Studenten, Köche oder Manager. Mit ihnen reden wir über die Ehrlichkeit im Alltag. Doch zunächst stellen wir sie vor eine Aufgabe. Sie müssen erkennen, welche dieser drei Personen die Wahrheit sagt. Denn eine von ihnen hat eine besondere Geschichte und war mega ehrlich. Zwei sind allerdings SchauspielerInnen und lügen professionell. Wird das Panel am Ende herausfinden, wer lügt und wer nicht? Hallo, ich bin die Melanie und ich habe 61.000 Euro auf einer Parkbank in Berlin gefunden und sie der Polizei übergeben. Hallo, ich bin der Bernd. Ich habe 61.000 Euro an einer Straßenböschung gefunden und habe sie der Polizei übergeben. Hallo, ich bin Martin und ich habe 61.000 Euro in bar gefunden und ich habe sie der Polizei übergeben. Eine schwierige Aufgabe für unsere TeilnehmerInnen. Sie müssen entscheiden, wer die 61.000 Euro wirklich gefunden hat. Doch zunächst nach Braunschweig. Hier in der Fußgängerzone wollen wir testen, wie ehrlich die Passanten sind. Lockvogel Inka wird 1.000 Euro verlieren, sichtbar für die potenziellen FinderInnen. Die TeilnehmerInnen sehen sich die Filme an und werden sie einschätzen. Wie würden sie in der Situation handeln? Diese beiden Frauen haben das Geldbündel gefunden und suchen nun die VerliererInnen. Sie sind besonders clever. Haben Sie mehr Geld dabei? Ja, habe ich. Ich wollte bei etwa 1.000. Aha, das Bündel. Oh Gott. Also erstmal schlau zu fragen, wie viel Geld, so einen Test zu machen, wenn ich mir nicht sicher bin, ob es die Frau war, die es verloren hat. Wenn ich jetzt Geld verlieren würde, würde ich auch darauf hoffen, dass jemand mich darauf anspricht. Ist doch selbstverständlich, oder nicht? Selbstverständlich. Was sagst du bei ihm? Man hofft ja eigentlich immer auf das Gute im Menschen, aber mein Bauchgefühl sagt mir hier leider, er wird es einstecken. Das sieht nicht ehrlich aus. Was hat's denn damit vor? Investieren. Investieren, wo rein denn? Musik, Zigaretten, weiß ich nicht. Fazit nach einem Nachmittag. In drei Fällen haben die Finder die 1.000 Euro behalten. Weiter geht's in Berlin. Hier testen wir die Ehrlichkeit am Imbissstand. Verkäuferin Konstanze wird den Kunden zu viel Wechselgeld herausgeben. Wie wird reagiert? 69! Er zahlt mit einem Zehner und bekommt 2 Fünfer zurück. Sein Gewinn 69. So, bitte sehr. Hat der Kunde das bemerkt? Er steckt das Geld ein und schweigt. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Hat sie mir zu viel gegeben? Sie hat ihr ein paar Scheine zu viel sogar gegeben. Tatsächlich. Ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt zum Beispiel gelogen hat. Meinst du nicht? Nee, hat er gewusst. Hat er gewusst. Ich war so im Stress, ich wollte mir das einfach holen. Im Stress? Das sieht für uns anders aus. Dieser Mann bezahlt seine 10-Euro-Bestellung mit einem 100-Euro-Schein. Konstanze gibt ihm 110 Euro zurück, also 20 Euro zu viel. So, mein Herr, bitteschön. Ich plädiere hier auf Ehrlichkeit. Du hast noch Hoffnung? Die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Im Ernst? Oh, Sie sind ja so nett. Warum haben Sie ihn das gemacht? Weil ich eigentlich ein ehrlicher Typ bin und wenn auf einmal 10 Euro in der Kasse fehlen, kriege ich auch erste Probleme, denke ich mir. Deshalb, also, das ist mir im Kopf rumgegangen und deshalb habe ich gesagt, okay, ich gebe zurück. Fazit nach einem Tag am Imbiss. Drei Kunden haben das zu viel gezahlte Wechselgeld behalten. Zurück zum Ehrlichkeitstest. Die TeilnehmerInnen müssen herausfinden, wer die Wahrheit sagt und wer lügt. Melanies Geschichte. Ich war in der Mittagspause und habe mir so einen Döner geholt und habe mich auf eine Parkbank gesetzt und da stand ein schwarzer Rucksack neben mir. Und ich habe aufgemacht und dann waren da ganz viele Geldscheine drin, ganz viele Bündel. Ist Melanie die ehrliche Finderin oder war diese Geschichte erfunden? Nun ist Bernd dran. An diesem Tag, als ich das Geld fand, hatten wir eine Baustelle. Bei der Aufstellung der Beschilderung sah ich an der Straßenböschung eine Tasche. Ich sah eine Menge Geld. Wir nahmen das Geld aus der Tasche, machten ein Foto, damit man nicht sagen kann, man hätte Geld entwendet, und brachten es dann zur Polizei. Hat Bernd wirklich die 61.000 Euro gefunden oder hat er gelogen? Als letzter ist Martin dran. Ich war einkaufen mit meiner Freundin. Gleich beim Reinkommen, da wo das Gemüse ist, lag so eine Handgelenks
Tasche, so für so eine Herrenhandtasche. Und da war noch ein Umschlag drin und ein paar Sachen und da ist Geld drin. Und haben in irgendeiner stillen Ecke erstmal geschaut, was ist das jetzt und wie viel ist das jetzt und was machen wir jetzt damit? Wir fahren jetzt zur Hauptwache und geben das da direkt bei der Polizei ab. Auch Martins Geschichte könnte stimmen. Die TestteilnehmerInnen entscheiden gleich, wer lügt und wer die Wahrheit sagt. Die TeilnehmerInnen können jetzt Fragen stellen. Finden Sie damit heraus, wer die 61.000 Euro wirklich gefunden hat? Warum hast du die Tasche aufgemacht? Also gibt man, was man nicht findet, einfach direkt ab? Das ist eigentlich ein guter Einwand, aber in dem Moment aufgemacht und reingeguckt, das lief danach alles so schnell. Bernd, wie heißt dein Arbeitgeber? Straßenmeisterei, öffentlicher Dienst. Melanie, du meintest, das war auf einem Spielplatz? Das ist so eine Parkanlage, da sind vorne und hinten zwei Spielplätze. Also die sind so unterteilt. Und dazwischen ist so ein Stückchen Rasen und da stehen so ganz viele Bänke drumherum. Helfen die Aussagen, den TeilnehmerInnen herauszubekommen, wer der ehrliche Finder oder Finderin ist? Sie werden sich gleich entscheiden und überrascht sein. Oh, ich wusste es. Oh, ich wusste es. Doch zuvor testen wir im Leipziger Allee Center die Ehrlichkeit bei der Toilettenbenutzung. Wann zahlen die NutzerInnen und wann nicht? Normalerweise ist die Bezahlung hier freiwillig. Doch heute haben wir ein Schild aufgestellt, das unmissverständlich die Benutzung kostenpflichtig macht. Die Reinigungskraft Mascha nimmt Platz und es klingelt in der Kasse. Dieser Mann bezahlt. Also ich bezahle immer. Anders bei diesem Nutzer. Er geht vorbei. Wir fragen nach. Haben Sie nicht bezahlt? Die Toilette? Nein. Warum nicht? Ich einmal bezahlen, einmal nicht bezahlen. Die nächste Frau bezahlt auch. Ihre Antwort überrascht. Wie würde das aussehen, wenn kein Personal neben der Schale sitzen würde? Hätten Sie dann anders gehandelt? Ja, hätte ich. Wir machen den Test, ohne dass jemand am Tresen sitzt. Wenn es keiner kontrolliert, nee. Ich glaube nicht, dass jemand was hinlegen wird. Weil eben nicht da noch ein Mensch dasteht und das Ganze beobachtet. Weil eben dann die Sorge geringer ist, dass das irgendjemand kommentiert. Der nächste Mann greift willig in seine Hosentasche, sieht, dass keiner da sitzt, nutzt das WC und verlässt es wieder, ohne zu bezahlen. Ist seine Begründung glaubwürdig? Ich habe nur ein 2-Euro-Stück und wollte da nicht wechseln, weil ich mich ekle, diese anderen Geldstücke anzufassen. Ja, wenn da ein Automat wäre, hätte ich reingeworfen. Ja, selbst in den Automaten werden die ja nicht gereinigt, wenn die wieder raus. Ja, eben, da kriegt man auch noch wieder Klogeld, also von daher. Bin sehr bei ihm. Also ich würde da auch ungern wechseln wollen, weil die Statistik beweist, wie wenig Menschen sich nach dem Toilettengang die Hände waschen. Die nächste Kundin hat gute Absichten und holt schon mal ihr Portemonnaie raus. Auch sie registriert den unbesetzten Tresen und steckt das Portemonnaie wieder ein. Auch beim Rausgehen bezahlt sie nicht. Haben Sie das denn bezahlt? Ja, ich habe das immer einstecken. Ich gehe öfters in Allee-Center. Oh, wie dreist kann man denn lügen? 51 Cent. Ja. Mir wurde gerade gesagt, dass Sie nicht bezahlt haben. Kann sein. Aber ich kann es nicht wirklich begründen. Wenn jemand da ist, bezahle ich. Und wenn nicht, gehe ich auch mal vorbei. Ich sehe es genau wie Sie, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich es eilig habe, gehe ich schnell rein, pullern und danach wieder raus, wenn keiner da sitzt. Ja, als ehrlicher Bürger halte ich mich ja an Regeln. Dann ist es ehrlich, wenn ich eine Leistung empfange und für die auch bezahle. Während unseres Tests zum Thema Ehrlichkeit passiert auch noch das. Oh, no. Oh nein. Wie dreist. Schockiert. Wir versuchen, das Geld wieder zurückzuholen. Das ist meins. Zumindest einen Teil bekommen wir zurück. Sorry, es ist einfach nur dämlich. Geht gar nicht. Ja, also weiß gar nicht, wer mir mehr leid tut, die Putzfrau, die jetzt ihr Geld nicht mehr hat, oder die, die sich 2,50 Euro nehmen muss, weil sie es so dringend anscheinend braucht. Spätestens, wenn sie das sieht, wenn sie 18 ist, wird sie sich schämen. Fazit: In unserem Test zahlten bei besetztem Tresen 17 der 20 BenutzerInnen. Wenn niemand die Bezahlung überwacht, sind es nur noch 12 von 20, die zahlen. Zurück zum Ehrlichkeitstest.
Die Teilnehmenden müssen herausfinden, wer hier ein ehrlicher Finder oder eine ehrliche Finderin ist und wer lügt. Sie können noch eine letzte Frage stellen. Was war denn euer erster Gedanke oder euer erstes Gefühl, als ihr diese Tasche gefunden habt? Kann man das sagen im öffentlichen Fernsehen? Fuck! Habt ihr drei den Finderlohn bekommen von dem Mann, dem das Geld gehörte? Und wenn ja, wie viel war das? 2000 Euro. 1840. Und das war von der Polizei? Den gesetzlichen Finderlohn plus, was er mir noch so draufgegeben hat. Die TeilnehmerInnen müssen sich entscheiden. Sie stellen sich zu derjenigen Person, von der sie glauben, dass sie die Wahrheit erzählt. 8 TeilnehmerInnen glauben Melanie. Sie hat wohl am meisten überzeugt. Nur 2 glauben Martins Geschichte. Bernds Geschichte glaubt niemand. Bei Bernd hatte ich einfach das Gefühl, dass vieles sehr auswendig geklungen hatte. Und sein linker Fuß hat Richtung Ausgang gezeigt, was eine Fluchtreaktion meistens ist. Und das spricht meistens fürs Lügen. Der Moment der Wahrheit. Die Person mit der wahren Geschichte geht gleich einen Schritt nach vorn. Wem glauben die TeilnehmerInnen? Welche Geschichte ist wahr? Oh, ich wusste es. Oh, ich wusste es. Mit ihm hat das Panel nicht gerechnet. Ich glaube, du warst auch am aufgeregtesten. Ja, beim Erzählen. Bernd Glashauser ist der ehrliche Finder. Er hat die Tasche im Straßengraben gefunden und dem Verlierer die 61.000 Euro zurückgebracht. Auch er ist überrascht vom Testergebnis. Sehr interessant, weil man sieht, wie die Leute oder Menschen eingeschätzt werden. Auch falsch eingeschätzt werden. Alle TeilnehmerInnen haben heute Abend viel über Ehrlichkeit gelernt. Ich war erschrocken und mir tat das so leid, dass keiner dem geglaubt hat, der die Wahrheit sagt. Wie leicht man sich blenden lässt, ist Wahnsinn. Man sollte sich Geschichten vielleicht immer zweimal anhören. Man sollte auch auf das Zwischenmenschliche achten. Was ich in den Videosequenzen sehr beeindruckend fand, ist, wie ehrlich doch die meisten Menschen sind. Und wie dreist auf der anderen Seite einige Menschen sind. Das nächste Mal werden Sie alle bestimmt genauer hinschauen. Ja, da sehen wir, es ist nicht so ganz einfach, jemanden beim Lügen zu erwischen. Ne? Nee, es sei denn, man ist angebunden. Genau, es sei denn, wir sind an einem Lügendetektor angeschlossen. Und der Chief of Lügendetektor ist bei uns, nämlich Richard Hesse. Richard, können Sie uns mal erklären, was Sie jetzt mit uns machen, was Sie messen und wie genau das vonstatten geht? Ja, natürlich kann ich das. Und zwar messen wir heute 3 Bereiche. Wir messen einmal den Puls. Ja, das ist hier deutlich zu sehen, die rote Linie. Dann messen wir den Schweiß, das ist die grüne Linie. Und dann messen wir die Atmung, das ist das Blaue, das heißt die Intensität der Atmung. Die ist bei mir sehr hoch, weil ich kann kaum atmen. Sie haben mir diesen Gurt so unfassbar fest da dran getackert, dass ich schon jetzt nicht weiß, ob ich diesen Versuch überleben werde. Ja, und es ist hier wieder so kalt, dass ich gar nicht ins Schwitzen komme. Ach, deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, auf das Ergebnis. Ist dir zu kalt hier, Linda? Nein, überhaupt nicht. Ding, ding, okay. Ding, 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 ding. Bong, 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 bong. Alle Lampen gehen an. So. Wollen wir loslegen? Ich habe ein paar Fragen für Linda vorbereitet. Und Sie können kontrollieren, ob das eine blanke Lüge ist, Ihre Antwort. Sehr gerne. Dann wann wurde das Ding das letzte Mal gewartet? Das möchte ich mal noch von Ihnen wissen. Ich werde eure Lügen schon rausfinden. Und die Ausreden helfen euch auch nicht, die ihr am Anfang gezeigt habt. Okay, er versucht, sich rauszureden. Das werden wir uns merken, meine Damen und Herren. Es geht los. Linda, bist du bereit? Ich bin bereit. Wir haben ja auch Sie gebeten, zu Hause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer über Instagram, uns Fragen zu schicken. Und da sind welche dabei von Ihnen, das kann ich Ihnen versprechen. Frage 1, Linda. Hast du jemals in einen Pool gepinkelt? Nein. Das ist gelogen. Was? Ja, was? Aber jetzt, okay, ich erkläre. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich habe ins Meer gepinkelt, das gebe ich zu. Aber in den Pool? Ja, hast du. Würde ich. Richard, okay, aber dann weiß ich jetzt die Antwort. Die Ausdrücke werden noch größer jetzt. Also. Okay.